Ja, gut, wir haben Pakete. Gucken wir mal. Ne? Gucken wir mal. Lima, China. Ne, der fast nur ins Bein geschnitten, ich voll Idiot. Ich habe jetzt hier meine Kinderschere, weil das schadet gar nicht. Aber ich meine andere nicht gefunden habe hier. Ja. Andere Päckchen tun, ein bisschen zur Seite stellen, ein bisschen. Gucken wir mal kurz, was wir hier haben. Und wir haben hier Papier. Ja, klasse. Wow, ist das toll verpackt, oder? Das sieht aus, als hätte mir einer in die Hand gerotzt. Wir haben hier Metall. Ah, was ist denn das hier Schönes? Ah, vielen Dank an GearBest für das Zusenden von. Was ist das? Ich erinnere mich garantiert nicht daran, sowas bestellt zu haben. Katzen, Kinder, Joghurtlöffel? Ja, zwei Stück. Das sind Löffel, damit kannst du, dann kannst du Koks, hier kannst du Heroin heiß machen, so klein ist der. Ganz toll, wo ist der? Was ist Schrott? Okay. Das ist schon wieder sehr ermutigend heute. Gucken wir mal hier. Ach, ich bin ja schon wieder so begeistert, ich habe schon keinen Bock mehr. Na, da ging schneidet aber auch, ne? Das ist ja nicht. Das ist gar nicht, dass ich eine Kinderschere habe. Die geht doch auf jetzt hier. Ach, meine Fresse, ey. Ey. Wieso sind die mir irgendwie Kinderlöffel? Habe ich gar nichts von bestellt. Das ist mir aber neu, ey. Ach, ey. Das jetzt wieder für den nächsten Schrott jetzt. Ach, geht das nicht auf. Meine. Ja, diese Kinderschere juckt auch nicht hier. Scheiß Handy. Ronny, kannst du mir das nächste Mal einen Gefallen tun und schreiben, wenn ich nicht gerade was zu tun habe? Vielen Dank. Meine Fresse, ey, ehrlich. Mr. Nerd7D persönlich, aber muss mir morgen schreiben, weil er irgendeinen komischen Nicknamen entdeckt hat auf meiner Freundesliste. Oh, das sieht aus wie unsere Uhr. Ja, da habe ich ja Bock drauf. Karton! So, boah, schwer. Gewichtig, wirklich. Also für eine Uhr doch ordentlich Gewicht. Das habe ich bestellt hier. Oha, geil. Oh, das sieht doch jetzt schon heiß aus. Sehr interessante Folie. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ah, wahrscheinlich, damit man es halt eindrehen kann. Aus hier den Rotz. Motherfucker Jones. Gang Bang und so. Ah, und noch mehr Folie. Mein Gott. Da haben wir sie. Das ist jetzt. Ja, schon ein bisschen sexy, ne? Meine Fresse. Ja, schon ein bisschen sexy. Ne? Komm mal ein bisschen näher ran hier. Kamera habe ich ja heute mal auf Autofokus gestellt, damit wir die Details auch sehen können. Da, geil. Halt die Fresse, wenn ich rede. Hier können wir uns nochmal die Details nochmal vernünftig ansehen. Wie man sieht, kann man auch komplett schön in das Uhrwerk reinsehen. Und wenn wir das jetzt aufmachen, schauen wir mal ein schöner Schutz drauf, ob das jetzt wirklich so gut hilft auf Dauer. Naja. Und haben hier natürlich ein mechanisches, ach ja Gott, kann ich so gar nicht zeigen. Hier noch ein mechanisches Uhrwerk, wie man sieht, hier mit Opa Wuppa. Ich kann es jetzt hier ein bisschen schwierig zu zeigen mit dem typischen Schwungrad hinten. Und das ist jetzt eine, wie sagt man, Uhr für 9,30 €. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie ich hier. Aha, okay. Wir können hier auch nochmal aufziehen. Müssen wir erstmal die Uhrzeit einstellen. Wir haben 10:35 Uhr. Ach oh Gott, ich sowas hasse, das habe ich damals schon gehasst. 8, 9, 10, 10:36 Uhr. 37. Was? Ja, nee, doch. Ja, doch, 37. Müssen wir ran theoretisch? Ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Müssen wir so rumdrehen oder so? Nein, wir müssen so rumdrehen. Ja, im Großen und Ganzen, das war das Unboxing. Ich wollte hier nicht noch 5 Minuten labern. In diesem Sinne sind wir schon durch. Ah.
Ja, bis zum nächsten Unboxing. Ich hau mir den ganzen Scheiß immer weg.